Bad Urach ist weltweit bekannt und das nicht oder jedenfalls nicht nur wegen Wanderwegen, Wasserfällen und Kurbädern, sondern auch wegen Fahrradbremsen, Feuerlöschern und Industriepumpen. Unternehmen aus der Kurstadt exportieren in alle Welt und gehören zu den ganz Großen in ihren jeweiligen Branchen. Am Samstag, den 17. September, öffnen einige von ihnen am Tag der Industrie ihre Werkstore und lassen Uracher und Gäste hinter die Kulissen schauen. Feuerlöscher aus Bad Urach erobern die Welt und lassen sie ein wenig sicherer erscheinen. Minimax ist eines der Unternehmen, die beim Tag der Industrie am 17. September mitmachen. Norman Willig von der Firma Eismann, Sprecher der Bad Uracher Industrie. Dieses Jahr sind es sieben Firmen, die wir hier begrüßen oder die ihre Tore öffnen. A, für ihre Mitarbeiter, für die Familien, aber letztendlich insbesondere für alle Interessierten aus der Region, um zu zeigen, was für Ausbildungsmöglichkeiten für die Zukunft geboten sind, wie ein Unternehmen, an dem man jeden Tag vorbeifährt, auch von innen aussieht. Im Mittelpunkt des Tages der Industrie stehen die jüngsten Mitarbeiter, denn die sieben Unternehmen wollen vor allem auch um Nachwuchs werben. Im Fokus steht ganz klar die Ausbildung, stehen junge Menschen zu bewegen, einen Standort wie Bad Urach anzuerkennen als einen Punkt für ihr zukünftiges Leben und sie auch ihnen eine gewisse Attraktivität in den einzelnen Jobs zu bringen. Neben Minimax und Eismann öffnen auch Kreis und Riegler ihre Tore, aber auch Magura, ein Unternehmen, das für Fahrradbremsen und Gangschaltungen bekannt ist. Oder der Pumpenhersteller Uraka. Bürgermeister Elmar Rebmann betont, wie wichtig diese industriellen Aushängeschilder für die Stadt sind. Wir wissen sehr wohl um die Bedeutung des Tourismus in unserer Stadt, aber ich sage immer, vom Tourismus allein könnten wir nicht leben. Wir brauchen diesen Mittelstand, wir brauchen die Dienstleistungsunternehmen, wir brauchen das Handwerk, um hier auch sehr gut aufgestellt zu sein. Und wir können wirklich mit Fug und Recht sagen, dass wir sehr, sehr erfolgreiche, innovative und auch investitionsfreudige Unternehmen in unserer Stadt haben. Die Unternehmen haben am 17. September von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Ein Shuttle-Service sowie Sonderbusse werden die sieben Betriebe kostenlos miteinander verbinden.